Durch ein einziges Handy wurde in Namibia eine ganze Gemeinde gegründet. Ich bin Kemi Utman und dies ist AWR 360. Vor einem Jahr besuchten wir Namibia, um zu erfahren, wie sich die Handy-Evangelisation weltweit schnell verbreitet. Sie wurde von Neville Nirvelang ins Leben gerufen, der in seiner Gegend einen Bedarf sah. Nun nutzen Menschen weltweit ihre Handys für die Evangelisation. Von den Blinden bis hin zu den stillsten Menschen in der Gemeinde wird die Botschaft des Herrn weitergegeben. Wir sind zurück, weil wir erstaunliche Geschichten gehört haben, die durch Handy-Evangelisation entstanden sind. Im vergangenen Jahr haben sich erstaunliche Dinge ereignet. Vor einem Jahr, als wir unter dem Baum in Barbies Gemeinde zu Besuch waren, habe ich nicht erwähnt, dass es in dieser Gegend kaum Adventisten gibt. Obwohl es Evangelisierungsversuche gab, waren sie erfolglos. Dieses Gebiet ist nämlich überwiegend römisch-katholisch. Ich muss sagen, ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass die AWR 360 Handy-Evangelisation eine solche Wirkung haben würde. Unser AWR-Team ist weit in den Nordosten Namibias gereist, in die Stadt Kashira. Dort gab es bisher keine adventistische Gemeinde, bis Barbie vor einem Jahr eine unter ihrem Baum gründete. Sie lauschte der Handy-Evangelisation und war begeistert von der Wahrheit, die sie hörte. Aber es war die Botschaft über den Sabbat, die sie wirklich wachrüttelte. Eine Woche später gründete sie eine Gemeinde unter ihrem Baum. Dann lud sie die Nachbarschaft ein, sich ihr anzuschließen, und sie kamen. Aber jetzt sind unglaubliche Dinge geschehen. Nach ihrem Besuch ist unsere Gemeinde enorm gewachsen. Der Pfadfinderclub hat großartige Dinge für die Gemeinde getan, von Arbeiten für die Nachbarn bis hin zum Singen. Sie repräsentieren den Adventismus auf eine tolle Weise. Barbie hat auch einen Garten angelegt und lehrt die Dorfbewohner, wie sie ihre eigene Nahrung anbauen können. Viele Menschen kommen, um ihre Gesundheitsseminare zu hören. Doch vor kurzem, als ich mich am Freitagnachmittag in meinem Haus auf den Sabbat vorbereitete, hörte ich einige Geräusche. Dann sah sie, dass sich eine Gruppe von Menschen vor ihrem Haus versammelte. Sie konnte es kaum glauben. In diesem Moment betrat ein Mann das Haus. Er sagte, er heißt Opa. Er stammt aus dem Dorf Divandu und wollte mit seiner Gruppe unserer Gemeinde beitreten. Das war schon erstaunlich, denn in dieser Region im Norden Namibias gab es kaum Adventisten. Insgesamt vielleicht 10 in der ganzen Gegend. Das Gebiet, in dem Barbies Gemeinde gegründet wurde, gehört zu einer Minderheitengruppe in Namibia, den Dinguisi. Es gibt also nicht viele dieser Menschen hier, und die Gruppe als solche ist eigentlich katholisch. Es ist also sehr, sehr schwierig, in eine solche Gruppe hineinzukommen, weil sich dadurch die Gruppendynamik ändert. Als Barbie also die Gemeinde gründete, sprach sich das schnell herum. Aber wie erfuhr die neue Gruppe von Barbie und entschied sich, ihr beizutreten? Dazu müssen wir sie auf dem Weg zur Gemeinde treffen. Das ist kein einfacher Weg, denn um zu Barbie zu gelangen, müssen sie den ganzen Freitag wandern. Wir machen uns auf die Suche nach dieser Gruppe. Der Norden Namibias hat eine Bevölkerung von 220.000 Menschen. Wegen der schlechten Straßen gibt es hier nur wenige Besucher. Hier herrscht die größte Armut in Namibia und etwa die Hälfte der Bevölkerung gilt als arm. Aber in diesem Gebiet werden Leben verändert. Die Gruppe wandert gerade 65 Kilometer nach Divandu. Sie brauchen den ganzen Tag, um dort anzukommen. Über Sand, Felsen und Hügel marschieren sie weiter. Es ist ein beeindruckender Anblick, so viele Menschen auf diesem langen Weg zu sehen. Opa Steven ist der Anführer der Gruppe. Er ist derjenige, der beschloss, diese neue Gemeinde zu finden.
Ich gehe hin, weil wir über Gott lernen müssen. Ich habe jahrelang auf eine adventistische Gemeinde gewartet. Selbst wenn sie 130 Kilometer entfernt wäre, würden wir dorthin gehen. Opa war einer der wenigen Adventisten dieser Region Namibias. Er führt ein einfaches Leben, indem er seine Tiere hütet und vor seinem Haus sitzt. Viele Jahre lang war ich mit meinem Glauben alleine. Und da keine Gemeinde in der Nähe war, konnte ich niemanden einladen, mit mir zu lernen. Doch dann, als Babis Gemeinde gegründet wurde, sprach sich dieser neue Glaube in der ganzen Gegend herum. Ich hörte ein Gerücht, dass in Divandu eine adventistische Gemeinde gegründet wurde. Ich habe fast geweint, als ich das hörte. Ich habe zu Gott gebetet, dass es wahr ist. Er beeilte sich, die Leute in seiner Gegend einzuladen, mit ihm nach Divandu zu gehen. Er sagte, sie lehren die Wahrheit und wir müssen hin. Fast 50 Menschen begleiteten ihn, gespannt auf die neue Wahrheit über Jesus. Der Weg ist lang und jeder hätte leicht entmutigt sein können, so lange zu laufen. Aber sie wollten mehr über diese Gemeinde erfahren. Als wir ankamen, war ich sehr aufgeregt, Babi zum ersten Mal zu treffen. Seine ersten Worte waren, dass er der Gemeinde beitreten wolle. In dieser Nacht stellten wir Zelte auf, bereiteten uns auf den Sabbat vor und warteten gespannt auf den Morgen. Und am nächsten Morgen feierten sie ihren ersten gemeinsamen Gottesdienst. Alle in der Gruppe waren von der Predigt beeindruckt und wollten schon in der nächsten Woche wiederkommen. Als AWR erfuhr, wie die Gemeinde gewachsen war, wussten wir, dass der Baum, unter dem sie sich trafen, nicht ausreichen würde. Deshalb wandten wir uns an AWR-Unterstützer wie euch. Nur durch unsere treuen Unterstützer kann AWR diese Sendung aufrechterhalten. Und jetzt haben diese Menschen eine Gemeinde, in der sie Gottesdienst feiern können. Aus der ganzen Welt haben Menschen dieses Projekt unterstützt. Und Gott hat es gesegnet. Das Erstaunliche ist, dass dies die erste Handy-Evangelisationsgemeinde ist. Nach diesem ersten Besuch wollten wir alle wiederkommen. Opa hat seitdem viele Wanderungen zum Sabbatgottesdienst unternommen. Ich bin erstaunt, wenn ich bedenke, dass es vor einem Jahr weniger als 10 Adventisten in der Gegend gab. Aber weil jemand eine Nachricht per Handy geschickt hat, gibt es jetzt diese Gemeinde. Ich wundere mich, wie viele Menschenleben fürs Reich Christi gewonnen werden könnten, wenn wir alle Gottes Willen täten und evangelisieren würden. An diesem Sabbat besuchen wir den Gottesdienst. Es ist erst ein Jahr her, dass wir hier unter einem Baum saßen und jetzt weihen wir eine neue Gemeinde ein. Es gibt ein Abendmahl und eine Fußwaschung. Viele Handys wurden für die Evangelisation gewidmet. Und danach ist es für viele an der Zeit, sich taufen zu lassen. Denn viele in Opas Gruppe haben die Entscheidung getroffen, sich dem Herrn zu weihen. Das ist es, was AWR 360 ausmacht. Von der Sendung zur Taufe. Ich bin so beeindruckt, dass ich durch mein Handy erreicht wurde und jetzt, nur ein Jahr später, gibt es eine neue Gemeinde und viele Menschen haben sich taufen lassen. Gott ist überall auf der Welt mächtig am Werk. Freunde, die leben, die heute gerettet wurden, verdanken es jemandem, der die Liebe Christi durch sein Handy teilte. Er schaute auf seine Hand und sah das Werkzeug, andere zu erreichen. AWR 360 ruft euch dazu auf, diese wichtigen biblischen Wahrheiten zu teilen. Nur in der Zusammenarbeit können wir die Botschaft des Herrn in der ganzen Welt verbreiten. Von der Sendung bis zur Taufe, dies ist AWR 360.